Willkommen auf den Inseln. Bis sehr bald. Sollen wir uns ein wenig unterhalten? Ja. Lebt wohl. Was kann ich für euch tun? Man sieht sich. Mögen eure Reisen sicher sein.
Die Aspekte mögen euch schützen. Braucht ihr irgendetwas? Die Inseln sind erwacht. Geht mit den Aspekten. Begleitet uns, damit wir sehen, wie sehr ihr euch verbessert habt.
Hallo? Kennen wir uns? Das Gespräch war mir eine Freude. Ja. Was geht euch durch den Kopf? Hallo! Seid gegrüßt. Ei. Riesige Fische leben in Schwärmen. Geht und sammelt Fleisch. Dann erzählt von euren Heldentaten. Ja.
Es tut gut, euch zu sehen. Mögen die Winde euch leiten. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Die Aspekte mögen euch schützen. Lebensbinderin, wir sind hier. Erzählt, was geschehen ist. Wir haben beunruhigende Neuigkeiten erhalten. Die Inkarnationen haben die Grenze von Onara angegriffen. Ich werde zuhören. Klar. Ihr betretet unerlaubt das Territorium der Shi'kar. Sprecht, was habt ihr hier zu suchen? Ach, könnten wir aufhören zu trödeln? Ihr sagtet, wir würden es hier finden. Das haben wir. Meine Abschrift besagt, dass Neltharion einen geheimen Weg nach Arborus hatte. Unter diesem Kamm. Verschlossen unter Erde und Wasser. Unberührt. Seit Tausenden von Jahren. Dann öffnen wir den Weg. Fyrak, tut euch gütlich an der Elementarenergie dort unten. Erweckt die Ältesten aus ihrem Schlaf und verbrennt jeden, der sich uns in den Weg stellt. Sehr gut. Die Draktyr werden den Versuchungen von Arborus nicht widerstehen können. Und die finstersten Albträume des Aspekts entfesseln. Kommt. Wir haben viel zu tun. Lasst die Kinder von Neltharion ihr Geburtsrecht einfordern. Warum Fyrak runterschicken, statt selbst zu gehen? Iridikron hatte stets seine Pläne. Aber Fyrak suchte immer nur Macht. Was sie auch suchen, wird Drachen und Sterblichen nichts als Leid bringen. Ebysian, Sabelian, Furorion. Wir müssen euch bitten, ihn mit dem Champion zu verfolgen. So soll es sein, Lebensbinderin. Wir werden für Fyraks Vernichtung sorgen. Was immer nötig ist. Wir leben in harten Zeiten. Seid vorsichtig. Unterschätzt die Inkarnationen. Ich muss Glutal für uns rekrutieren. Wartet am Eingang auf mich. Warum? Wir vier sind doch mehr als genug. Ich habe ihr etwas versprochen, dass wir uns gegenseitig unterstützen.
Dann beeilt euch, Ibysian. Diese Inkarnation darf uns nicht entkommen. Wir tragen eine einsame Bürde. Das Wetter ändert sich.
Die Magie in dieser Gegend ist außer Kontrolle. Diese Instabilität ist eine Bedrohung für unsere Verbündeten. Sorgt für Ordnung! Es gibt einige magische Anomalien am Eis hier. Würdet ihr hochklettern und einige Proben für meine Forschung sammeln? Wonach sucht ihr? Wir wollen nichts Böses, nur diesen Aschehaufen untersuchen. Vergeudet keine Zeit, Furorion. Das Riesenloch im Grundgestein sollte unsere Hauptsorge sein, während Ibysian uns zum Warten zwingt.
Unsere Schicksale scheinen miteinander verwoben zu sein. Zeigt mir eure Hände. Kämpft hart, ruht gut. Sprecht euch aus. Der schwarze Drachenschwarm wird sich reinwaschen. Erzählt mir von Azeroth. Fehler geschehen. Ich bin hier, um sie zu beheben. Alles klar? Möget ihr leichte Beute finden. Ihr steht vor dem schwarzen Prinzen. Diese Brutalität muss das Werk von Fyrak gewesen sein. Ich ziehe mich dann zurück. Nehmt euch etwas Zeit. Dieser Tunnel ist riesig. War er nur für Fyrak oder kam er mit einer Armee? Doch er vergeudet keine Zeit, nun, da er frei ist. Dann warten wir auf Ibissian. Ihr kommt mir bekannt vor. Jede Verzögerung nutzt am Ende unseren Feinden. Bis Ibissian seinen Drachtürfreund findet, werden die Primalisten ihren Plan umgesetzt haben. Seht ihr, Furorion? Während wir zögerten, wurde eine Abwehr errichtet. Furorion! Habt ihr das gehört? Eine Stimme. Furorion! Aufgepasst! Ja, na klar. Die Primalisten haben keine Chance. Das sind ganz schön viele von ihnen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, einen Plan zu besprechen. Kann ich euch vertrauen? Die Schatten und... Leise! Wir wurden noch nicht entdeckt. Nein! Gerade jetzt sollten Drachen einfach wie Drachen handeln. Wir müssen diese Schwächlinge daran erinnern, mit wem sie es zu tun haben. Furorion, nein! Ihr werdet sie nur... zu Tode erschrecken, an ihren Entscheidungen zweifeln lassen und ob. Haha! Ich wusste, ihr befehlsbenebelten Trottel kommt! Merkt euch den Namen Lorak! Diese Höhlen werden zu eurem Grab! So leicht fallen Drachen nicht! Nicht! Er ködert uns, Furorion! Verfluchter! So viel zu unserem Überraschungsmoment! Kümmert euch um die Bodentruppen! Ich unterstütze euch von oben! Thank you.
der Angeberei. Folgt gefälligst meiner Strategie. Mit eurem ewigen Gejammer über Strategie erobert ihr keinen Thron. Lakaien zusammen, Champion! Zurück, alter Mann. Ich mache den Weg für euch frei. Widerspenstiger! Thank you.
Sie wollen den schwarzen Drachenschwarm mit Feuer besiegen? Süß. Wohl wahr. Ihr strategisches Geschick wird nur von euren übertroffen, Furorion. Wandelnden Schlammberg stoßen? Dieser dreckige Narr scheint unser letztes Hindernis zu sein. Sollten wir uns nicht etwas amüsieren? Notiere, weiß egal. Aber ich wusste, ihr werdet kommen. Ich plane. Ich bin bereit. Jetzt kommt der Moment, in dem ihr sterbt! Attacke, mein Schlammdiener! Warum sterbt ihr nicht? Das hätte einfach sein sollen! Ich habe Matsch in den Stiefeln. Boah. Ich gebe zu, Furorion. Ihr habt euch im Kampf gut geschlagen. Nun, ich... Danke, Zabelian. Wenn wir mit dieser Flammeninkarnation fertig sind, ist für euch sicher ein Platz bei meinen Truppen. Euren Truppen? Zabelian! Man muss nur mit einem schweren Kristall den richtigen Punkt treffen. Ha! Uff, das werde ich morgen in den Gelenken spüren. Wie auch immer. Ihr seht aus, als wärt ihr neu hier. Willkommen, ich heiße Honigpelz. Ihr kommt aus dem Oberland, nicht wahr? Braucht ihr etwas Hilfe, um da rauszukommen? Viel Glück auf der Jagd. Seid auf Monster vorbereitet. Schnuppert nach gut. Keine Sorge, ich habe meine Krallen fertig her. Sollen wir dann die Begleiter suchen, nach denen ihr duftet? Da ist ein vertrauter Geruch. Sollte kein Problem sein.
Auch wenn sie außer Sicht sind, meiner Nase entgeht nichts. Nichts. Kümmert euch bitte um die tiefen Schilder. Ich brauche Platz, um euren Freund zu erschnüffeln. Ich will das nicht angreifen. Schinder hat euren Freund geschnappt. Hier lang. Fehlanzeige. Wieder nur Tiefenschinder. Erledigt sie, damit sie mein Riechorgan nicht stören. Jetzt hab ich's. Euer Freund gibt sich große Mühe, kurze Luft, nicht wahr? Da haben wir's. Riecht nach Gewürzen und teuren Ölen mit einem Hauch von Angstschweiß darunter. Holt mich aus diesen verdammten Kristallen. Ich kann mich so nicht verwandeln. Hinter euch. Diese Kreaturen sind zurück. Entspannt euch und überlasst das eurer Begleitung, während ich euch da raushole. Also fälle ich solchen Kreaturen nicht zum Opfer. Nachdem ihr so damit geprahlt habt, N'Zoth eigenhändig erlegt zu haben, hatte ich mehr erwartet. Das war Teamarbeit. Etwas, wovon ihr keine Ahnung habt. Ich freue mich schon auf den Duft eurer Abenteuer. Thank you.
zu alt, um das allein zu machen. Lasst uns eine kurze Pause einlegen. Seid gegrüßt! Vieh! Gute Arbeit bei dem Großen! Warum zeige ich dem Wohlriechenden hier nicht mal, wie man einen Tiefenschinder zubereitet? Ich bin ein wahrer Naturbursche. Den Kollegen könnte ich mit verbundenen Augen zubereiten. Könnte eines von Vaters Geräten sein. Kommt, spricht. Ich bin die Zukunft des schwarzen Drachen. Wartet. Ich möchte mich bei euch entschuldigen. Ich habe mich von meinen Gefühlen überwältigen lassen. In diesem Moment bin ich meinem Vater zu ähnlich geworden. Aber so bin ich nicht. Etwas an diesem Ort stört meine Konzentration und lenkt mich ab. Deswegen konnte Fyrak uns so leicht besiegen. Ich werde zusehen, dass das nicht mehr passiert. Furorion hat meinen Zorn nicht verdient. Ihr auch nicht. Vergebt mir bitte meine Reaktion und lasst uns als Gefährten fortfahren. Ich kann mein Experiment nicht auf das Ich kann mein Experiment nicht auf das Ich habe mein Versprechen gebrochen. Ich kann mein Experiment nicht auf das Ich habe mein Versprechen gebrochen. Ich war zu lange fort.
Ja, perfekt. Danke. Diese Teile sind genau das, was ich brauche. Und ein versteckter Schlitz mit Knöpfen, sagt ihr? Ah, hier. Die verblassten Symbole auf den Knöpfen sind drakonisch. Oh, was ist jetzt? Mein Ehrgeiz war größer als meine Fähigkeit, meine Schöpfung zu kontrollieren. Oh, Abarus, mein geliebtes Labor. Ich muss dich im Staub dieser Höhle zurücklassen. Möge mein Volk nie herausfinden, was ich hier versucht habe. Vater! Was ist Abarus? Welche Schrecken habt ihr diesmal über uns gebracht? Möchtet ihr etwas besprechen? Ihr riecht nach großen Abenteuern. Seid auf Monster vorbereitet. Heute werden wir gut essen. Würdet ihr einer Ältesten helfen, das Fleisch zu ihrem Wagen vor dem Nest zu tragen, junger Mann? Es wäre mir ein Vergnügen. Sind diese Tiefenschinder die übliche Nahrung für euer Volk? Oh, ganz im Gegenteil. Aber irgendjemand muss ja die Schrecken bekämpfen, die meine Stadt heimsuchen.
Die Sippe heißt euch willkommen. Verströmt einfach den aromatischsten Duft. Scheinbar haben sich die Oberländer, die ihr sucht, schon eingelebt. Das ist die Gastfreundschaft in Niffen. Auf den Duft eurer Abenteuer. Habt ihr euch verlaufen? Vertraut eurer Nase. Hey, ihr da! Kommt näher! Ich will euch beschnuppern.
Was führt euch her? Darf ich mitkommen? Ich kann eure Entdeckungen kaum erwarten. Brennt's? Haltet eure Eisen heiß! Hallo? Schönen Tag.
Schön, euch zu sehen. Man sieht sich. Seid auf der Hut.